ihr Lieben, willkommen auf unserem Kanal und willkommen zurück bei Children of Silentown. Ja, wir haben in der letzten Folge das Herbstfest hinter uns gebracht und sind jetzt irgendwie, also wir hatten irgendwie so eine Art gedanklichen Blackout und waren total abgelenkt und unsere Mama fragt sich auch schon, was mit uns los ist. Entschuldige, ich war abgelenkt. Lass uns den letzten Teil nochmal versuchen, okay? Singe mir das Lied vor, das wir zuletzt gelernt haben. Okay. Du hast eine Note gefunden. Mhm. So. Deine Stimme ist wundervoll, Lucy. Mama, warum singen die anderen Leute nicht? Naja, Lucy, deine Mutter singt nicht viel in der Öffentlichkeit. Aber ich finde, dass es dir erlaubt sein sollte. Red wurde heute vom Fest geschmissen, weil er es ein bisschen übertrieben hat, wie üblich. Ich weiß, dass es verboten ist zu schreien, darüber gibt es viele Geschichten. Aber die Stadt wirkt so niedergeschlagen. Wäre es nicht schöner, wenn wir alle miteinander singen würden? Wie soll ich es dir erklären? Weißt du, manchmal kann Angst dir die Stimme rauben. Aber wenn du magst, gibt es so viele Lieder, die ich dir beibringen kann. Sehr gern, ich liebe es, mit dir zu singen. Oh je, es ist schon spät. Ich wollte Olivia ihren Korb eigentlich noch am Nachmittag zurückbringen. Wir machen morgen weiter, okay? Kannst du auf die Suppe aufpassen, während ich weg bin? Lass sie nicht anbrennen. Jawohl. Danke, mein Schatz. Sag Papa Bescheid, sobald er im Keller fertig ist. Bis später. Verschwindet jetzt unsere Mama. So, wir starren die Suppe an. Okay, ich bin fertig mit Trinken. Riecht gut. Oh, Lucy, warum bist du allein? Wo ist deine Mutter? Sie bringt Olivia ihren Korb wieder. Jetzt? Aber draußen ist es... Wie lang ist das jetzt her, Lucy? Ich weiß nicht. Ich glaube, schon eine Weile. Es ist schon dunkel? Leute, Papa? Mach nicht so einen Käse. Oha. In der Nähe vom Bäcker. Das Tor kenne ich irgendwoher. In dieser Nacht kehrte Eloise nicht nach Hause zurück. Wir haben noch eine Note gefunden. So ein Mond. Dings. Kapitel 3. Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Mama? Suchen. Mama, wo bist du? Um Hilfe bitten? Er wirkt so vertrauenserweckend. Wo ist Mama? Und gesprächig ist er auch nicht. Okay. Sieht mir aber irgendwie nach dem Dorf aus, oder? Sehen. Nein, euch will ich eigentlich nicht fragen, aber wer seid ihr denn? Wo ist Mama? Hinsehen. Genau hinsehen. Mama?
sehen alle irgendwie so ein bisschen tot aus. Als ob sie zwar noch da wären, aber irgendwie auch nicht. Oh je. Was? Was war das? Könnte es sein, dass sie nach uns ruft oder nach uns singt? Also, dass die Musik uns irgendwie verbindet? No. Vielleicht war es nur Einbildung. Oh, guten Tag, Squinty. Scheint so, als hättest wenigstens du gut geschlafen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Mama ist verschwunden und ich glaube, es ist doch ein wenig meine Schuld. Wäre mir doch bloß rechtzeitig aufgefallen, wie spät es ist. Squinty, ich habe so viele Fragen. Leute, die spurlos verschwinden. Wie ist das überhaupt möglich? Sind sie immer noch irgendwo da draußen? Und das Monster, das ich in dieser Nacht gesehen habe, warum hat es mich nicht verschleppt? Die Wahrheit ist, dass ich gar nichts weiß. Aber vielleicht weiß ja irgendjemand in der Stadt etwas. Die alte Dame, die weiß mit Sicherheit was. Wo ist diese alte Dame? So, Squinty, ich weiß jetzt, was ich als nächstes tun werde. Ich möchte es verstehen. Ich werde mich umhören gehen. Ich fange mit Papa an. Ja, der wird uns nicht so wahnsinnig viel sagen. Okay, Inspektor Squinty, lass uns gehen. Der wird uns nicht so viel verraten, der Papa. Der ist wahrscheinlich auch selber noch beschäftigt mit Trauern. Papa? Er ist nicht zu Hause. Was ist das? Eine Nachricht? Du hast eine Nachricht erhalten. Guten Morgen, Lucy. Ich muss Tom heute auf dem Feld helfen. Ich werde bald zurück sein. Bitte geh nicht allein nach draußen. Und mach dir keine Sorgen ums Abendessen. Ich kümmere mich darum. Ich liebe dich, Papa. PS, diese Puppe ist für dich. Gib auf sie Acht. Oh. Du hast eine Puppe erhalten. Ein Geschenk für mich. Sie ist zu weich. Oh, Papa ist nicht hier und ich darf nicht nach draußen. Vielleicht sollten wir unsere Ermittlungen verschieben. Arme Maus. Oh, da ist jemand an der Tür. Ich komme. Oh, du bist es, Olivia. Hi, Liebes, wie geht es dir? Hey, einfach hier so. Entschuldige, was für eine dumme Frage. Aber komm nur her. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Hier, die Kekse sind noch warm. Ich hoffe, du magst sie. Wo ist dein Vater? Er ist nicht zu Hause. Ich verstehe. Weißt du, wann er wiederkommen wird? Es tut mir wirklich leid, Kleines. Es muss wirklich schwer für dich sein. Jetzt, wo deine Mutter nicht mehr da ist. Ich erinnere mich noch an die Nacht, in der sie verschwand. Ich wollte bloß mit deinem Vater darüber reden, was passiert ist. Entschuldige bitte, aber hast du sie in dieser Nacht gesehen? Oh, nein, ich habe niemanden gesehen. Es ist nur, dass sie wollte dich besuchen. Sie ist losgegangen, um dir deinen Korb zu bringen. Ja, der Korb, ich habe ihn vor der Tür gefunden. Das ist alles. Papa wird eine Weile weg sein. Wenn du hier warten möchtest, können wir gerne reden. Ich wollte dich so vieles fragen über... Oh, was für eine hübsche Puppe du da hast. Ist sie ein Geschenk von deinem Vater? Natürlich ist sie das. Wie schön. Warum gehst du nicht mit deiner neuen Puppe spielen? Ich werde hier warten, bis er wiederkommt. Aber ich wollte... Weißt du was? Ich habe eine großartige Idee. Tee würde vorzüglich zu diesen Keksen passen. Ja, Liebes. Brühe uns etwas Tee. Gutes Mädchen. Okay, also da will jemand ums Verrecken nicht mit uns reden. Wie brühe ich denn jetzt Tee? Mit dem Topf. Okay, aber für den Tee brauche ich Wasser. Ein Eimer voll Wasser zum Kochen, okay. Wasser gefunden. So, jetzt können wir den Topf mit Sicherheit übers Feuer tun. Das wird nicht lange dauern. So, und wo
kriege ich jetzt Tee her? Hilfe. Tee. In Squinties Bett mit Sicherheit nicht. Hier bewahrt Papa seine Gewürze auf. Was für eine Unordnung, was ist hier passiert? Die Etiketten auf den Gewürzen sind vollkommen durcheinander geraten. Ich kann nichts lesen. Oh wei. Oh nein, ein Puzzle. So wird gespielt. Aha. Ach hey. Ja, ihr Lieben, das könnte ich jetzt, also, ne, das ist so das, Okay, vielleicht sollte man mit den Ecken und Kanten anfangen, ne? Nimm. Okay. Ja, kann ja jetzt nur Stunden dauern. Bisschen, glaube ich. Mhm. Noch ein bisschen am... Mhm. Okay, du scheinst da entweder nicht hinzugehören oder... So. Okay, das da dann. Nee, das hat schon gepasst. So. So, genau. Und also das ist ja, das muss ja so ein rundes Zwiebelding da unten. Ah, du vielleicht? Ja, Himmel, Herrgott. Vielleicht kann man die auch gar nicht vollenden. Wäre ja auch möglich. Ah, nein, da. Hallo. So, eins fertig, toll. Das passt zumindest von der Farbe her dazu. So, okay, also das ist mehr so rötlich. Heiderzacken.
mal. Ah, das da passt dahin. Ich habe schon lange nicht mehr gepuzzelt. Also eigentlich ist es sogar gerade ganz schön. Muss ich sagen. Nee. So. Da kommt das hin. Da und das. Okay, das ist dann wahrscheinlich Pfefferminztee. So. Also wenn man dann mal drin ist, ist es eigentlich ganz okay. Sagte ich und scheiterte. So. Nee, Hochkant war, glaube ich, schon richtig, genau. So. Geschafft. Mal wieder gepuzzelt. Also, dann lasst uns Tee brühen. Jetzt kann ich erkennen, was Tee und was Chili-Pulver ist. Oh ja, das wäre schlecht geworden, wenn wir jetzt Chili-Pulver erwischt hätten. Ah, das Wasser kocht. Sehr gut. Du musst heißes Wasser erhalten. Autsch, das brennt. So. Können wir das ja irgendwie kombinieren, ne? Ich hab's irgendwie noch nicht ganz gerafft. Die Blätter. Also diese Kombinieren-Mechanik, die macht mich irre. Was kann ich denn da unten? Ah. Nee. Oh. Ich werde es schaffen, Tee herzustellen. Das ist nämlich nicht so schwer eigentlich. Aber jetzt. Ah, du hast Tee erhalten. Ich glaube, ich muss eine andere Taste durch. Ach, ja, gut, das nächste Mal, wenn ich was kombinieren muss, werde ich es testen. So, Tee also. Dann soll es Tee sein. Danke, mein Kleines. Oh, köstlich. Es schmeckt nicht ganz so wie bei deinem Vater, aber du bist definitiv seine Tochter, Liebes. Natürlich, ich bin kein kleines Kind mehr. Ich weiß, wie das geht. Das ist wohl wahr. Du bist kein Kind mehr. Oh, sie werden so schnell erwachsen. Kannst du mir jetzt sagen, was du Papa erzählen wolltest? Oh, naja, aber... Warum gehst du nicht nach draußen spielen, Lucy? Es ist so schön heute. Ich bleib einfach hier sitzen und trinke deinen Tee, während ich auf deinen Vater warte. Sei ein gutes Mädchen. Alter, du schmeißt mich gerade aus meinem eigenen Haus. Nichts. Der Tee konnte sie nicht überzeugen. Ich muss einen anderen Weg finden. Vielleicht kann ich sie besingen. War sie seit Kindheitstagen mit Eloise befreundet und... Oh, jetzt muss ich wieder nähen. Mann. Ein Puzzlespiel nach dem anderen.
Okay. Wie schwer kann das schon sein? Sehr schwer. Also wir müssen auf alle Fälle von hier oben kommen. Das heißt, wir müssen das Feld auf alle Fälle von da aufziehen. So bringt es auf alle Fälle nichts. Also, was man rückwärts machen könnte. Okay, probieren wir es mal von da aus. Ha! Ich sollte es immer rückwärts versuchen. Okay, und dann ist da wohl ein Ball in den Wald gefallen. Okay. War das unsere Mutter, die schon mal in den Wald gegangen ist und nicht entführt wurde? Oh, mir ist gerade eine Geschichte aus meiner Kindheit eingefallen. Weißt du, deine Mutter war immer sehr ungestüm. Einmal ist unser Ball im Wald verschwunden und sie war so mutig, dass sie ihn alleine holen gegangen ist. Kannst du dir das vorstellen? In den Wald? Sie hatte keine Angst davor. Vor ihnen. Aber die hätte sie haben sollen. Ich hatte in letzter Zeit immer den Eindruck, dass sie verfolgt wurde. Oh je. Und ich war ihre beste Freundin. Nein, nein. Sie müssen mich so oft mit deiner Mutter gesehen haben, dass... Warte mal, von was redest du da, Lucy? Lucy, mein Schatz, du hast Angst vor den Monstern, oder? Du hältst dich vom Wald fern, ja? Halte dich stets vom Wald fern, sonst können sie dich sehen. Wenn deine Mutter verschleppt wurde, haben sie auch ein Auge auf uns geworfen. Halt dich vom Wald fern, Lucy. Okay, ist ja gut. Entschuldige, Lucy, Ich glaube, ich weiß, wo mein Vater sein könnte. Ich werde mal nach ihm sehen. Oh, natürlich, Liebes, okay. Okay, die hat uns jetzt eine Scheißangst eingejagt. Olivia, sie hat mir Angst gemacht. Immer wenn ich versuche zu verstehen, versuchen mich die Erwachsenen einzuschüchtern. Es ist mir egal, ich gebe nicht auf. Ich muss wissen, was mit Mama passiert ist. Ich werde mich umhören und mir Notizen machen. Ich könnte Papas Nachricht benutzen, um mir Hinweise zu notieren. Okay. Lucys Notizen gefunden. Lass die Ermittlungen beginnen. Also was haben wir denn für Notizen? Gesammelte Hinweise. Warum verschwinden Leute? Wie sehen die Monster aus? Was sind die Stimmen im Wald? Warum sucht niemand nach den Vermissten? Tagsüber zum Beispiel. Mehr Hinweise. Ha, hallo Hund. Oh, hallo Cole. Cole wie Kohle, weil es so schwarz ist. Ja. Was ist passiert? Du siehst heute traurig aus. Oh, er ist ja auch angeleint, ganz fies. Das ist das erste Mal, dass ich Cole angebunden sehe. Okay, da hat sich nichts verändert. Vielleicht hat er ja Angst um seinen Hund. Also, da ist auf alle Fälle ein Bild von unserer Mutter. Mama, ich würde gern wissen, was passiert ist. Ja. Du bist der Handwerker, okay. Hallo, wie geht es dir? Ach, ich halte mich fit durch harte Arbeit. Du
die Rohre? Reparierst du die Rohre? Oho, das tue ich wohl. Ich war mal ein Klempner, weißt du? Ich konnte mir diese alten Rohre nicht anschauen, ohne mich schuldig zu fühlen. Das ist toll. Wir haben schon lange kein Wasser mehr aus der Pumpe holen können. Ha, mach dir keine Sorgen, Kleines. Wenn ich hier fertig bin, bekommst du so viel Wasser, wie du nur willst. Super. Okay. Dann noch viel Spaß damit. Danke, Kindchen. Das ist die Hundehütte. Ist das das Haus vom Tischler? Wir können das nicht auf irgendjemanden ziehen, um quasi Ermittlungen aktiv zu starten. Die alte Frau, die weiß doch was. Die alte Frau. So, was gibt es hier Neues? Da ist auf alle Fälle die Tochter von Olivia, oder? Hi, Sunny. Hi, Lucy. Wenn du nach den anderen suchst, die spielen alle bei der Bank. Und was machst du? Mama hat mich darum gebeten, die Pflanzen zu schneiden. Sie wachsen unheimlich schnell. Ah, und macht das Spaß? Naja, die kleinen Blätter nerven, aber bei den großen hat man wirklich das Gefühl, voranzukommen. Es gibt Schlimmeres. Okay, das stimmt nicht. Es ist wirklich langweilig. Aber du weißt ja, wie Mama ist. Erst die Pflicht und dann noch mehr Pflichten. Was machst du hier? Ich stecke mitten in einer Ermittlung. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Na klar. Wie du weißt, ist meine Mutter... Ich hab's gehört. Das tut mir wirklich leid. Wie geht es dir? Naja, es ging mir schon mal besser. Niemand aus meiner Familie ist jemals verschwunden, also mag ich mir gar nicht vorstellen, wie du dich im Moment fühlst. Aber wenn du eine Freundin brauchst, weißt du, wo du mich finden kannst. Danke, Sunny. Und Lucy, ja? Ich weiß, dass du mutig bist, aber bitte geh nicht in den Wald nach ihr suchen. Ich meine es ernst, ich möchte nicht, dass meine beste Freundin von Monstern verschleppt wird. Sunny, du bist hier diejenige, die verantwortungsbewusst ist, nicht ich? Lucy, das ist nur ein Scherz. Keine Sorge, ich gehe nirgendwo hin. Ich möchte nur mehr über die vermissten Leute herausfinden. Ich weiß, ich verstehe schon. Die Erwachsenen erzählen uns nicht alles. Das ist dir auch aufgefallen? Ja, aber ich bin mir sicher, dass sie einen guten Grund dafür haben. Sie möchten nicht, dass wir uns Sorgen machen. Und dasselbe gilt auch für mich. Ich will mir keine Sorgen um dich machen müssen. Keine Angst. Die Monster... Was weißt du über die Monster? Naja, sie leben im Wald. Nachts berühren sie und entführen Leute. Ja, aber wie sehen sie aus? Naja, ich stelle sie mir hässlich vor. Mit einer Menge Augen und dickem schwarzem Fell. Ich glaube, ich habe eins gesehen. Weißt du, in der Nacht, als meine Mutter... Wirklich? Hattest du Angst? Es war nur für einen Augenblick. Ich bin sofort weggerannt. Ich kann mich noch an seine weiße Gestalt und sein Brüllen erinnern. Das muss schrecklich gewesen sein. Weißt du, du bist die Einzige, der ich davon erzählt habe. Oh Lucy, du solltest das für dich behalten. Solche Geschichten regen die Erwachsenen nur auf. Ich weiß nicht, was sie davon halten würden. Sie sind aber diejenigen, die uns von den Monstern erzählt haben. Und wenn sie glauben, dass es da war, um dich zu holen? Das glaube ich nicht. Es ist mir nicht gefolgt. Stell dir mal ihre Reaktion vor. Ich traue den anderen auch nicht. Wir haben alle zu große Angst. Ich wollte den anderen nichts davon erzählen, nur dir. Na gut, Lucy, sei vorsichtig. So, der Wald? Warst du schon mal im Wald? Natürlich nicht. Meine Eltern werden schon wütend, wenn ich zu spät zum Abendessen komme. Ich mag mir nicht einmal vorstellen, was sie tun würden, wenn ich in den Wald gehe. Ich war auch noch nie dort. Der Einzige, der dorthin gehen darf, ist der Tischler. Du könntest ihn fragen, aber... Erwachsenen diese Frage zu stellen, ist keine sonderlich gute Idee. Sie reden nicht gern darüber. Schon verstanden, danke. Ich muss gehen. Bis später. So. Oh, da oben ist jemand. Sehr cool. Mamas Poster hängt hier jetzt auch. Oh, wie traurig. Sunnys Mutter ist die ganze Zeit in ihrer Küche und backt Süßes. Ich bekomme sie fast nie zu Gesicht. Man sagt, dass sie einem Kekse gibt, wenn man sie auf der Straße trifft. Sie ist so nett. Aber Sunny muss ihr so oft helfen. Okay, also das da oben ist Sunnys Mutter. Die andere, die Olivia, die ist nicht Sunnys Mutter. Das habe ich schon verwechselt. So, ein Monster im Brunnen. Es gibt ein Echo. Kann ich den Brunnen ansingen? Nein, kann ich nicht.
So. Und wen haben wir hier? Das kleine Mädchen. Entschuldigung, darf ich? Okay, ich darf nicht. Jetzt warte mal. Was gibt's da zu murmeln, kleines Mädchen? Geh woanders spielen. Okay, also wir können ihn nicht besingen. Der ist resistent gegen unseren Charme. Ich könnte den Tisch da... Ah! Das war auch der andere Part von dem biestigen Paar. Hi! Und du bist? Lucy. Ah, ja, Eloise Tochter. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Fragen? Ihr Kinder solltet spielen und herumalbern. Fragen sind nur für Erwachsene, Liebes. Der Wald. Ich weiß, dass der Wald gefährlich ist und ich würde ihn niemals betreten. Aber ich habe mich gefragt, wie es wirklich darin aussieht. Meine Güte, ist es das, woran Kinder heute so denken? Ich dachte nur, dass ich sicherer bin, wenn ich besser Bescheid weiß. Kleines Mädchen, an solche Dinge solltest du keinen Gedanken verschwenden. Befolge einfach die Regeln und alles ist gut. Ich wohne schon mein ganzes Leben hier. Die Dinge waren immer schon so. Und mehr brauchst du darüber auch nicht zu wissen. Okay, klassischer Fall von haben wir schon immer so gemacht, bleibt auch so. Weißt du, wie die Monster wirklich aussehen? Hast du jemals eines von ihnen zu Gesicht bekommen? Junge Dame, über so etwas redet man nicht. Aber ich möchte mehr darüber wissen. Die Monster haben meine Mutter entführt und... Ach, natürlich. Ich kann dich durchaus verstehen, aber so geht das nicht, mein Kind. Du kannst nicht einfach so herumlaufen und alle mit deinen Fragen löchern. Du bist nicht die Einzige, die jemanden verloren hat, Liebes. Ist es dir etwa auch passiert? Siehst du, genau diese Art von Frage solltest du niemandem stellen. Entschuldige. Merk es dir gut, Kindchen, die Regeln beschützen uns. Diejenigen, die sie nicht respektieren, verschwinden für immer. Du wirst es schon noch akzeptieren. Wenn jemand verschwindet, ist es immer die Schuld des Verschwundenen selbst. Das stimmt nicht. Mama hat nie irgendwas Falsches getan. Närrisches Mädchen. Sei leise. Ha! An dir verschwende ich nur meine Zeit. Entschuldige, ich muss jetzt gehen. Wie charmant. Okay, Hinweise aktualisiert. Warum verschwinden Leute? Die alte Dame beim Fluss sagt, dass sie selbst schuld sind. Okay. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich viel Rede- und Textarbeit. Oh nein, stehst du schon wieder wache? Stopp, halt. Musst du immer noch Wache schieben, Silver? Na klar, das ist meine Spezialität. Bist du schon wieder aus dem Spiel geflogen? Ja, darin bin ich auch wirklich gut. Wie auch immer, ich muss hier bleiben, also kommst du nicht vorbei. Oh, habe ich irgendwas Süßes dabei? Habe ich natürlich nicht. Geschlossen. Ist wahrscheinlich immer noch nicht wiedergekommen, oder? Der Scheibenkleister. Hier verschwinden haufenweise Leute. Versuche jetzt noch die alte Dame zu besingen. Ha. Okay. Oh, das ist auch scheiß traurig. Die hatte mal Freunde und die hatte richtig Spaß. Das beruhigende Geräusch von fließendem Wasser. Diesen Fluss gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Ich bin froh, dass die Stadt nach all den Jahren noch immer existiert. Genau wie sie es früher schon getan hat. Aber die Leute sind nicht mehr hier. Wie meinst du das? Ich habe in all den Jahren viele Gesichter kommen und gehen sehen. Oh, warum hängen wir Vermisstenposter auf, wenn niemand nach den Vermissten sucht? Nein, nein, die Poster hängen hier nur, damit wir wissen, wer verschwunden ist und nicht etwa, um nach jemandem zu suchen. Aber hat es jemals irgendjemand versucht? Nur Narren tun das und stets bekommen sie das, was sie verdienen. Die Monster erwarten sie und sie kehren nie wieder nach Hause zurück. So, warum sucht niemand nach den Vermissten? Die alte Dame beim Fluss sagt, dass die Poster nur ein Hinweis und keine Aufforderung sind. Tja, das ist schade. Und irgendwie auch verständlich, aber sehr schade. Ja, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart
Und wir werden in der nächsten Folge einfach weiter uns durchfragen und weiter ermitteln, was aus unserer Mutter geworden ist. Und vielleicht trauen wir uns ja auch irgendwann mal tatsächlich dann doch in den Wald. Irgendwer muss es ja das allererste Mal tun, oder? Und das werden wir sein. Ich danke euch fürs Reinschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal.